Guten Tag, liebe Zuschauer. Der Wert von Daten ist in den letzten Jahren derart gewachsen, dass die meisten Unternehmen der Meinung sind, sie seien so wertvoll wie Gold, um geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen. Der Besitz von Informationen und die Fähigkeit, diese in Business Intelligence umzusetzen, sind speziell auf einem wettbewerbsintensiven Markt wichtig. Wertvoll sind diese Daten jedoch nur, wenn ihre Integrität gewahrt bleibt. IT-Verantwortliche müssen sich heute also nicht nur mit Systemlandschaften und Datenbanken auseinandersetzen, sondern auch sicherstellen, dass die Daten gesund sind und gesund bleiben. Jede Business-Transformation beginnt mit einer Datentransformation. Aber was meine ich genau damit? Mein Name ist Stefanie Lanze, ich bin SAP-Partnermanagerin bei der Synity. Und ich möchte im Folgenden ein paar Gedanken mit Ihnen austauschen, wie Sie den Wert Ihres Unternehmens mit Hilfe Ihrer Daten steigern können. Egal, ob im Zuge des Move-Programms oder im RISE with SAP eine Business-Transformation durchlaufen wird, die Daten sind ein wichtiger strategischer Pfeiler. Die SAP Advanced Data Migration by Synity oder kurz gesagt SAP ADM ist die einzige cloud-basierte SAP-zertifizierte Solution Extension, die einen erfolgreichen Übergang zum neuen SAP-System ermöglicht, wobei bei uns die Datenqualität immer an oberster Stelle steht. Wir haben ein Multifunction-Tool, eine alleinstehende Plattform, die zum Mitmachen animiert. Das Bauen der Regeln ist automatisiert und eingepflegter Content kann für einen mehrstufigen Rollout wiederverwendet werden. Das hat für Sie den enormen Vorteil, dass Sie die Kosten reduzieren können, da Sie viele Aufgaben in-house legen können, anstatt kontinuierlich auf intensive Beraterabdeckung angewiesen zu sein. Der wiederverwendbare Ansatz ist vor allem bei umfassenden Programmen ein großes Plus. Das Tool liefert Ihnen Data Insights. Der Fortschritt Ihres Projektes ist stets transparent. Sämtliche Stakeholder im Projekt können auf die Informationen zugreifen. Mit Berechtigung lässt sich auch genau steuern, wer welche Inhalte sehen und ändern kann. Es gibt ein zentralisiertes Reporting, sodass Sie ADM als Single Source of Truth nutzen können. Es ist eine Datenmanagementmaschine, die Sie natürlich gut für die Migration einsetzen können, aber vielleicht macht es ja Sinn, die Daten schon vorab im Quellsystem zu bereinigen. Denn mit sauberen Daten lässt es sich einfach schöner arbeiten und der Übergang nach S/4HANA gelingt ganz bestimmt. So, nun sind Sie in Ihrer neuen Systemumgebung, hatten die Daten sogar vorher gereinigt, aber es steht Ihnen eine Unternehmensakquise bevor. Nun müssen die neuen Daten aus dem akquirierten Unternehmen mit ihren bestehenden Daten vereint werden. Auch hier müssen Sie dann nicht von vorne anfangen, die Regeln zu bestimmen, sondern können über das ADM bestehenden Content abrufen. Das ist ein enormer Gewinn für Sie und steigert unmittelbar Ihren Business Value. SAP ADM ist eine Datenmigrationslösung, die von Unternehmen für die Migration in S/4HANA, SuccessFactors, Ariba und andere SAP-Anwendungen eingesetzt wird. Die Lösung kann aber auch Datenintegrations- und Data Governance-Probleme lösen. Reduzieren Sie Ihre Kosten, senken Sie das Risiko und sichern Sie sich erfolgreiche Go-Lives. Unsere Lösung liefert vollständige, genaue und geschäftsfähige Daten. SAP Advanced Data Migration erleichtert außerdem die Zusammenarbeit im Team. Sie erleichtert die Orchestrierung und Projekttransparenz bei komplexen Anwendungs- und Datenmigrationsprojekten, um Reibungsverluste zu reduzieren und die Effizienz und Effektivität nachhaltig zu verbessern. Wir bei Synity sehen drei Bereiche, die für Sie besonders relevant sind. Zunächst einmal gilt Cloud First. Mit der SAP ADM haben Sie eine langfristig und vor allem zukunftsorientierte Plattform, die Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Daten einsetzen können. Es ist eine zentrale Stelle, in der sämtliche Datenmanagement-Aktivitäten gesteuert werden können. Sie können die Inhalte nicht nur während einer Migration, sondern auch vorher oder nachher verwenden. Es bindet alle Stakeholder des Projektes mit ein und ermöglicht es Ihnen, gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten. Mit Dashboards wird der Fortschritt Ihres Projektes visualisiert. Das ermöglicht es Ihnen, begründete Entscheidungen zu treffen. Unsere ADM Cloud Edition steuert über das Knowledge Tier sämtliche entscheidungsrelevante Informationen.
Zweitens, Customer Success. Uns ist es wichtig, dass Sie erfolgreich sind. Wir bei Synergy blicken auf mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Datenmigration zurück und wir hatten bereits über 4000 Go-Lives mit zufriedenen Kunden. Wir wissen also genau, was wir tun. Es wurde eine unabhängige Studie von IDC durchgeführt, die den Migrationsansatz mit ADM unter die Lupe genommen hat. Die unabhängige Studie hat bestätigt, dass die Verwendung von SAP-ADM starke Vorteile in Bezug auf Kosteneinsparungen, Projekteffizienz, Time to Value und eine besonders große Kundenzufriedenheit mit sich bringt. Und zu guter Letzt die Customer Choice. Wir lassen Ihnen die Wahl und schreiben Ihnen nichts vor. Egal, ob Sie auf die Cloud gehen oder on-premise bleiben, wir können Ihre Daten sicher ans Ziel bringen. Choice, auch bei der Auswahl des Implementierungspartners lassen wir Ihnen die Wahl. Einerseits liefern wir mit SAP Services und können somit eine schlüsselfertige Lösung aus einer Hand anbieten, aber wir liefern auch zusammen mit anderen Systemintegratoren wie IBM, Deloitte, Capgemini und vielen anderen. Egal wie und was Sie heute machen wollen, Sie haben die Wahl. Ob die Daten von der SAP oder von einer Nicht-SAP-Umgebung kommen, unser Ansatz ist agnostisch und wir haben Erfahrung mit jeglichen Datenbankentypen als Quellsystem. Egal ob als vor- oder nachgelagertes Projekt einer Migration auf S/4HANA. Wir decken das komplette Spektrum ab, von Greenfield bis Brownfield und auch jede Mischversion dazwischen mit dem selektiven Ansatz der SDT. Speziell hierfür freuen wir uns ganz besonders über die Partnerschaft mit der SAP Services. Für die selektive Migration nach S/4HANA wurden die Kompetenzen zusammengelegt, sodass wir die beste Expertise von SAP im Bereich Datenmigration mit dem einzigen SAP-zertifizierten Werkzeug kombinieren. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Thorsten Spielmann von SAP willkommen heißen. Hallo Thorsten. Danke, Stefanie. Mein Name ist Thorsten Spielmann, Solution Architect bei SAP DMLT und verantwortlich für das Go-to-Market Selective Data Transition der dritten Option auf Ihrem Weg nach S/4HANA. Es freut mich, dass ich heute mit dir über die Zusammenarbeit von Synergy und SAP Services und den damit verbundenen Mehrwert für unsere Kunden sprechen darf. Zunächst einmal stellt sich die Frage, wie die Selective Data Transition im Kontext der beiden Standardszenarien System Conversion und New Implementation einzuordnen ist. Dies möchte ich gerne in der nun folgenden Übersicht veranschaulichen. Beginnen wir ganz links mit der System Conversion. Kunden, welche sich hierfür entscheiden, sind in der Regel mit den Prozessen in ihrem ECC-System zufrieden. Das bestehende Customizing sowie alle im System vorhandenen Daten werden hierbei übernommen. Nach der Abarbeitung relevanter Simplification Items wird das System mittels System Update Manager nach S/4HANA konvertiert. Diese Option ist auch als Brownfield bekannt und hat einen klaren Fokus auf Reuse. Auf der rechten Seite haben wir nun die New Implementation. Genau das Gegenteil. Der Kunde setzt auf Innovationen, welche durch S/4HANA bereitgestellt werden, und sieht eine große Chance, alte und ineffiziente Prozesse und Daten loszuwerden. Das System wird hierbei zum Beispiel auf der Basis von Best Practices neu aufgesetzt. Das alte System wird im Lesemodus vorgehalten und die Stammdaten sowie offene Vorgänge werden in das neue System überführt. Diese Option, auch als Greenfield bekannt, hat einen klaren Fokus auf Redesign. In der Mitte sehen wir nun den dritten offiziellen Ansatz der SAP, die Selective Data Transition, kurz SDT. Sie bildet letztendlich die Brücke zwischen der System Conversion und der New Implementation. Kunden haben abhängig davon, was die Geschäftsanforderungen mit sich bringen, die Möglichkeit, die richtige Balance zwischen Reuse und Redesign zu finden. Zum Beispiel Historie im Logistikbereich zu übernehmen und neue Prozesse im Rechnungswesen einzuführen. Oder einfach nur die Daten der letzten 2 Jahre zu übernehmen, um somit das Datenvolumen im System zu verringern. Generell sehen wir 5 Bereiche, warum SDT für unsere Kunden einen Mehrwert bietet.
Die selektive Anpassung von Prozessen, um auf neue Anforderungen reagieren zu können, aber nicht komplett bei Null anzufangen. Zum Beispiel bei der Einführung eines globalen Templates im Rechnungswesen. Die Umgehung von Vorprojekten. Bei der System Conversion muss man typischerweise einige Vorprojekte im ECC-System leisten, wie zum Beispiel die Erzeugung des Geschäftspartners oder die Einführung der Ledger-Lösung. Diese Punkte können im STT-Projekten on the fly im Rahmen der Datenmigration erledigt werden. Hier hätten wir einen klaren Vorteil bezüglich Time to Value. Beim selektiven Datentransfer können Buchungskreise, die obsolet sind, zurückgelassen werden. Diese sind zum Beispiel im Rahmen von M&A-Aktivitäten entstanden und brauchen nicht in das neue System geführt werden. Reorganisation bzw. Harmonisierung von Systemlandschaften. Systemlandschaften sind historisch gewachsen, zum Beispiel durch Reorganisationen bzw. durch An- und Verkäufe. Andere Kunden wiederum möchten ganz einfach eine unterschiedliche ERP-Strategie fahren und Systeme konsolidieren bzw. splitten. Last but not least unterstützt STT auch den Wechsel in die Private Cloud oder den Wechsel eines Data Centers. In unserer Zusammenarbeit mit Synity haben wir unseren STT-Ansatz nur mit SAP ADM kombiniert, um unseren Kunden den Übergang nach S/4HANA zu erleichtern und dabei den Fokus auf die Datenqualität nicht aus den Augen zu verlieren. Folgende Szenarien stehen hierbei zur Auswahl. Greenfield Plus. Dies ist eine Erweiterung eines typischen New Implementation Szenarios, bei welchem nur für die begrenzte Anwendungsbereiche Prozesse ACES übernommen werden und hierfür die Transaktionshistorie benötigt wird. Den Client Transfer Plus, eine Erweiterung des typischen System Conversion Szenarios, in dem ein Template auf der Basis des Quellsystems erstellt und angepasst wird. Zum Beispiel, um Prozesse und Daten zu harmonisieren, beziehungsweise um einen zentralen Kundenplan einzuführen. Auch die Konsolidierung von Systemen, wenn ein Kunde zum Beispiel mehrere Quellsysteme in ein zentrales S/4HANA-System überführen will, wird von unserer Kollaboration unterstützt. Nachdem wir nun die Vorteile von Selective Data Transition und der SAP ADM-Software von Synity aufgezeigt haben, wollen wir noch erläutern, wie unsere Kunden von der Zusammenarbeit zwischen DMLT und Synity profitieren. Mit der Kombination der Selective Data Transition mit SAP ADM können wir unseren Kunden eine umfassende und nahtlose End-to-End-Lösung, welche alle Aspekte der Datenmigration nach S/4HANA berücksichtigt, bereitstellen. Vorteile: leistungsstarke Kombination aus Methodik, Sub-Expertise und zertifizierten Lösungen. Einen ganzheitlichen Ansatz End-to-End-Datenmigration. Eine nahtlose Lieferung. Vorhersagbare Ergebnisse. Transparente, wiederverwendbare Ansätze, auch über die Datenmigration hinaus. Der Kunde investiert also in eine strategische Plattform, nicht nur in ein einmaliges Projekt. Das war's schon von meiner Seite. Zurück zu dir, Stefanie. Dankeschön, Thorsten. Das ist wirklich eine große Sache, dass wir end-to-end das Projekt aus einer Hand liefern können und die SAP DMLT direkt dabei haben. Sie haben also nicht nur eine starke Lösung, sondern auch ein starkes Team auf Ihrer Seite, das mit Ihnen zusammenarbeitet, um die einzelnen Schritte einer Business-Transformation so aufzusetzen, dass Sie sie dann selbst mit höchster Effizienz und minimaler Reibung durchlaufen können. Sind Sie also bereit, in eine starke Lösung für Ihre Daten zu investieren? Daten untermauern nämlich den Erfolg eines jeden SAP-Projektes. Nicht nur bei einer Migration kann SAP ADM der Grundstein für Sie sein. Wir geben Ihnen eine Plattform, das Ihnen einen Rahmen gibt, um sämtliche datenbezogene Prozesse im Unternehmen zu orchestrieren. Business Value. Für eine kontinuierliche Wertsteigerung des Unternehmens gilt es, die Daten zu berücksichtigen. Vendor Spend Analytics, Optimierung der Bestände, Verbesserung des Betriebskapitals, GDPR, Regulierungen, Compliance-Anforderungen und nicht zuletzt bei Mergers and Acquisition-Aktivitäten. Business Transformation.
Jede Business-Transformation muss die Daten im Fokus behalten. Datenmigration, Datenbereinigung, Datenbewertungen oder auch Datenharmonisierung sind notwendig, um eine erfolgreiche Business-Transformation durchzuführen. Data Operations. Die geschäftskritischen Bereiche des Datenmanagements sind Master Data Management, Datenqualität as a Service, Datenreplikation und Data Governance. SAP ADM von Synity ist eine Datenmigrationslösung, die von Unternehmen für die Migration in S4HANA, SuccessFactors, Ariba und andere SAP-Anwendungen genutzt wird. Die Lösung kann auch bei Datenintegrations- und Data Governance-Problemen Abhilfe schaffen. Sie liefert Ihnen vollständige, genaue und geschäftsfähige Daten. SAP ADM erleichtert außerdem Zusammenarbeit im Team und mit einer schlauen Orchestrierung und Prozesstransparenz bei komplexen Business-Transformationsprogrammen. Daten sind essentiell wichtig für den Übergang in eine neue Systemumgebung. Also ist es Ihre Entscheidung, den Datendreck für die Zukunft Ihres Unternehmens in den Fokus zu rücken. Wir haben noch viele weiterführende Informationen für Sie und laden Sie herzlich ein, mit uns in Kontakt zu treten. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wir helfen Ihnen gerne dabei, den nächsten Schritt in die richtige Richtung zu tun. Thorsten, vielen Dank für deine Erläuterungen und Ausführungen rund um das Thema Transition to S4HANA und warum der selektive Ansatz mit STT besonders interessant für viele Kunden ist. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse.